derzeit überall Umsatzrekorde. Soul-Platten sind weltweite Hits. Und der sogenannte Philadelphia-Sound scheint eine neue Tanzbegeisterung auszulösen. Mit opulenten Streicherarrangements und 120 Beats per Minute schmeichelt sich der Sound of Philadelphia auch in die deutschen Gehörgänge. Künstler wie Barry White oder MFSB landen Top-10-Hits. Und mit Marianne Rosenberg hat die Nation sogar ihren ersten Dancefloor-Star. Sie konnte die Fans begeistern mit ihren Themen. Er hat auch die jungen Leute angesprochen. Er gehört zu mir. Er gehört zu mir, ein Lied, mit dem ich mich identifiziere. Nicht allein des modernen Sounds wegen, sondern auch des Textes. Er gehört zu mir. Der Schlagersängerin gelingt mit dem Philly-Sound ein grandioses Comeback. Doch die heimischen Popproduzenten streben nach Höherem. Sie wollen den internationalen Markt erobern.